Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme Assassin's Creed Odyssey. Wir wissen jetzt, wo sich unsere, oder wo sich Alexios Mutter aufhält, auf Naxos, wo sie sich befinden. Und da werden wir sofort hinreisen. Haben wir eigentlich noch irgendwelche neuen Sachen? Wir haben... Ne, hier, Pfeiler haben wir noch. Ja, okay, einer, den brauchen wir jetzt nicht herstellen. Sonst ist hier alles... Die Rüstung ist besser, die nehmen wir mal. Sonst gucken wir kurz hier durch. Haben wir nichts Neues bekommen. Wetter auch nicht. Die Kultisten. Da hat sich auch noch nichts verändert. Söldner. Ja, wir haben ja noch ein paar offen. Der macht gerade Jagd auf uns, aber ich glaube, das sollte uns nicht stören auf dem Meer. So. Hätten wir denn noch so Escort Service? Quartiere Leo nach Mykonos. Wo ist das denn? Wir sind uns direkt angezeigt. Ach, da. Ist direkt neben Naxos. Ist gut. Dann können wir die als erstes da absetzen und dann holen wir und dann gehen wir direkt nach Naxos. Hier ist noch ein Aussichtspunkt. Schmiede des Hephaestus. Da mal kurz gucken gehen sollen, was denn da so ist. So ein kleiner Abstecher wäre jetzt nicht schlecht. Ich würde mal interessieren, was da ist. Ist ja auch direkt hier nebenan, also würde das jetzt nicht allzu viel Zeit in Anspruch nehmen. Außerdem ist da ein Aussichtspunkt, die können wir auch gut gebrauchen für unseren Adler. Vogel, nicht Adler. Oh, eins der Kopfgelder ist jetzt runtergegangen. Ah, verblassen halt mit der Zeit. Was ich jetzt nicht so schlecht finde, dann brauchen wir halt wenigstens nicht zu bezahlen. Was ist hier denn? Das ist der Aussichtspunkt. Den holen wir uns als erstes. Danach gucken wir, was da unten drin ist. Ein Aussichtspunkt für so eine kleine Insel. Hat auch was zu bedeuten. Da ist was. Hier ist doch. Da sind Gegner. Hier. Bei den Göttern ist es heiß hier. Als was hier rum ist, Schmiede heißt. Ach, wenn wir da reinfallen, dann war es das auf jeden Fall. Wer überhaupt lang? Hephaestus scheint hungrig zu sein. Ich frage mich, ob das am Krieg liegt. Ich frage mich, was wir hier so Gutes bekommen. Was? Bist du gerade da unten reingelaufen? Bist du wahnsinnig? Wie kommen wir denn jetzt überhaupt darüber? Das ist gar keine Brandpfeile, die gehen automatisch an.
nutzen wir mal die Schussvorrichtung. Ja gut, dass die Fälle sich automatisch entzünden. Anführer der Sippe getötet. Ob man auf die Steine da springen kann? Ja. Hier haben die ihre Schätze. Was haben die denn so? Auf jeden Fall nicht. Keine guten Sachen. Irgendwie gedacht, dass es hier mehr gibt. Ja, wenn wir viel Eisen brauchen. Können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Aber wenn wir hier drüber laufen können, dann können wir auch hier weitergehen und die looten. Die Pfeile sich automatisch entzünden. Oh oh. Scheiße! Ich brenne! Hier werde ich nicht helfen. So. Oh, es gab ein paar Drachen. Das ist mal gut. Hier noch was? Nee. Bist du des Wahnsinns, da reinzulaufen? Da ist noch ein Eisenbrunnen. Komm, schau dir das an. Bin da. Machen wir noch die Ecke, welche Art. Nee, nee, nee. Ja, mit deiner großen Axt. Fällt mir gerade ein, ich muss auf den weiter leveln. Nicht so viel so. Alter, du hältst aber viel aus. Scheiße! Brenne! Ziemlich viel, so. Ja. Oder meine Sachen machen einfach nur wenig Damage. Was? Ah, du hast noch ein Gurkendolche. Ich mal gucken, ob die was taugen. Eine Berserker-Axt. Und das war's tatsächlich. Ich habe irgendwie mehr versprochen von dem Mord. Komme ich nicht raus? Ach, das ist nur Eisenbrocken. Ja, ich will nicht durch.
sind aber welche. Aber da anscheinend nicht raus. Wo kommen wir denn sonst raus? Ich kann mir jetzt nicht sagen, dass ich den kompletten Weg wieder zurücklaufen muss. Im Zweifel schon. Dann kamen wir her, das heißt hier mal nachgucken. Dann geht es weiter nach unten. Nichts. Ah, hier geht es nach draußen. Wo ist jetzt unser Schiff? Da. Dann setzen wir, denke ich mal, Segel. Ist ja einfach Neues an Bord. Oh, nicht wirklich. Können wir noch irgendwas hier machen? Es gibt viel zu tun und so viel Unbekanntes am Horizont. Ja. Aber du hast auch noch was zu sagen. Was passiert? Du wirst Phönix in der Villa im Zentrum finden. Alle Geschäfte der Stadt werden dort abgewickelt. Dann werde ich dorthin gehen. Weißt du denn schon, was du ihr sagen wirst? Ich will etwas über meine Vergangenheit erfahren. Ich habe mich noch nicht entschieden. Ich habe Fragen zu meiner Vergangenheit. Meine Martha hat mir die Antworten verheimlicht, die ich brauche. Wegen deiner Familie? Es gibt Geheimnisse. Jemand Wichtiges hat mir gesagt, sie könnte mir helfen zu verstehen. Du musst auf der Hut sein. Was meinst du? Denke gut über deine Fragen nach. Was wir von der Vergangenheit wissen, formt unsere Zukunft. Wir erreichen Naxos bald. Das war ein echtes Abenteuer. Ja. Obwohl ich nicht glaube, dass es vorbei ist. Wohin gehst du? Glaube ich auch nicht. Ich muss noch etwas erledigen, bevor ich weiterreise, und ich muss dringend Freunde in der Stadt besuchen. Ich bezweifle, dass es ein Flecken Land in der Ägäis gibt, wo du niemanden kennst. Das könnte stimmen. Es mag am Beruf liegen, denke ich. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns wieder. Es scheint mir keine große Insel zu sein. Alles ist möglich. Ich frage mich, ob sich all die Mühen, Phönix zu finden, auszahlen. Das wüsste ich auch gern. Das sehen wir ja dann. Wir haben gerade Gegenstände bekommen, die würde ich mir ganz kurz gerne angucken. Die behalten wir. Und die Axt nicht. Die auch nicht. So, das war's, denke ich. Karte. Und die beiden liegen halt gut nebeneinander. So. Sonst ist nix. Dann können wir Segel setzen. Können wir das Schiff finden? Natürlich. Alles mitnehmen. Mit Höchstgeschwindigkeit, bitte. Schreib gut. Wir müssen auch mehr Tafeln haben, damit wir unser Schiff weiter verbessern können. Ich denke mal, Ressourcen haben wir zurzeit genug. Also, was wäre okay, man kann nie genug Ressourcen haben. Aber wir brauchen diese Tafeln, diese uralten Tafeln. Weiter.
Oder? Kann man da vorbei? Nee. Parken wir einfach hier mitten. Mitten auf dem Wasser, ey. Ah, Treibhut. Holz. Das ist die Insel. Da waren die Schiffbrüchigen. Müsste das die Pirateninsel sein. Er wird gegen uns kämpfen? Nee, lass mal lieber. Wir fahren sowieso schneller als ihr. Also. Lass das mal besser. Welcher Seite der Insel müssen wir es eigentlich anlegen? Ah, erstmal hier rumschiffen gleich und dann ist das da. Dann ist das gar nicht die hier vorne, sondern die dahinter. Oh oh. Ja. War nicht mal knapp. Ist auch so eine kleine Insel. Ist da irgendwie was drauf? Wir sind außer Gefahr. Deshalb sollten wir aber nicht unvorsichtig werden. Dann müsste das da das Axos sein. Vermute ich jetzt einfach mal. Rudertempo! Und anlegen. Ruder bereit machen zum Anlegen. Mykonos. Bis da, wo du hin wolltest. Du hast das Töten meiner Entführer mehr als wettgemacht, Söldner. Danke. Pass auf dich auf. Sag nächstes Mal die Wahrheit. Halte dich bitte aus Ärger raus, in Ordnung? Wir werden sehen. Gib mein Geld für etwas Sinnvolles aus. Und wünsch mir Glück. Viel Glück. 570 Drachmen. Da ist noch was. Paradiesisches Problem stand da vorhin. Silberinseln vom Reichtum zur Rebellion.